Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Das erkennt ihr daran, dass ich wieder mein Lieblingsmesser in der Hand habe, mit dem man wunderbar schöne Pakete aufmachen kann. So, und das machen wir auch jetzt. Es handelt sich auch hierbei um ein Mikrofon. Dieses Mal auch da von denen habe ich Mikrofone im Einsatz. Dieses Mal ist es ein anderes Fabrikat, nämlich Sodatac. Alter, was ist denn hier los? Wer hat denn da so zugeklebt, Menschenskinder? Hat ihr denn Jack oder was? Hier ist ein Loch drin. Irgendein Amazon-Mitarbeiter hat da ein Loch eingeklebt. So, gucken wir auch hier mal rein. Es geht hier um das ST900, eine sehr schlichte Verpackung, finde ich aber auch völlig in Ordnung, denn ich denke, wenn man vergleichbare Mikrofone sieht, mit der gleichen Technik und so weiter und so fort, bezahlt man schon alleine für die Packung einen Zehner mehr. Und wenn es so geht, es ist doch in Ordnung. Dieses Mikrofon, 192 kHz, 24 Bit Samplingrate. Eine kleine Latenz, der Mikrofonname ist wieder mit dabei, Professional Sound Chipset, Mute Button ist dabei und da gucken wir jetzt auch mal rein, wie das ausschaut. Ich denke mal, das kommt uns so bekannt vor wie beim letzten Unboxing Video. Packung ist auch in etwa gleich groß. Ja, auch hier haben wir eine entsprechende Anleitung. Inwiefern man die braucht, egal. Wir haben auch hier diesen gefalteten Nupsi, wie immer. Das ist immer so bei der Verpackung. Die Dinger liegen oben drin, die sind platt wie eine Flunder, aber wenn ihr die eben drüber zieht, übers Mikrofon, dann geht das. Ja, Sodatac liefert natürlich auch einen, nochmal einen Popschutz mit. Ich weiß nicht mal, wie viel Tag das jetzt ist. Im Moment nutze ich die gar nicht, weil die Dinger sind so ein bisschen groß. Ich mache lieber den Nupsi da drüber. Das Ganze legen wir hier hin. So, was haben wir hier? Einen obligatorischen Scherenarm. Von den Dingern habe ich jetzt auch schon mehr als genug. Aber gut, wenn mal einer kaputt geht, warum nicht? Einen habe ich mal einzeln gekauft. Oh, der hat hier so eine... Okay, sehr cool. Leicht. Und... Man kann dieses Ding im Übrigen, wenn man die entsprechenden Adapter hat, auch auf ein normales Mikrofonstativ dann nochmal machen. Geht alles. Aber wie gesagt, ich finde diese Dinger irrsinnig praktisch. Packen wir hier mal wieder rein. So, dann haben wir die Schreibtischhalterung. Auch für sehr dicke Platten geeignet. Mein Schreibtisch zum Beispiel ist eine Küchenarbeitsplatte. Funktioniert tadellos. Dann haben wir das USB-Kabel. Was ich schon mal gesagt habe, viele meckern über diese dicken, fetten Stecker. Ich finde die gut. Gerade jetzt so beim Mikrofon, da so ein Micro-USB oder sowas oder USB-C zu benutzen, finde ich völlig daneben. Die Dinger sind so schnell kaputt. Meine Katze wackelt am Tisch. Ich mag diese dicken Dinger dafür, ganz ehrlich. Ob sie nun noch aktuell sind, das ist mir völlig wurscht. Ich finde das in Ordnung, es hält. So, dann haben wir die Spinne, wo das Mikrofon reinkommt. Gummi gelagert und neuartig. Hier ist Gewinde drin. Man kennt das normal, man macht das auseinander, steckt das Mikrofon da rein. Funktioniert nicht. Zeige ich euch gleich, wie es geht. Ich lege es mal an die Seite. Und last but not least haben wir natürlich hier das Mikrofon. Komplett aus Metall. Das ist, ja, wenn ihr euch an das letzte Unboxing erinnert, das ist etwas dezenter gestaltet. Hier oben ist eine LED drin. Hier ist der Mute-Button, das ist ein richtiger Taster. Bei dem anderen ist es einfach nur ein Sensor.
Da muss man halt sehen, was besser ist. Gain kann man hier jetzt nicht einstellen, der Regler fehlt. Und auch hier hat man natürlich die obligatorische Kopfhörerbuchse. Vielleicht sollte man einen Vergleichstest machen zwischen den beiden, was jetzt besser ist oder nicht. Wie gesagt, das letzte Unboxing, Tag her, war gestern. Guckt euch unten an in meiner Videoliste. Werdet ihr es sehen oder ihr erinnert euch dran, wenn ihr diese Videos guckt. Da muss man jetzt halt schauen, was findet man persönlich besser. Dieser Sensor ist in dem Sinne nicht schlecht, man geht einmal drüber und das war es dann. Ansonsten auch hier Aluminium, also es hat ein gewisses Gewicht. Warum dreht das eigentlich immer falsch rum rein? So rum gehört es. Dann dreht man das hier rein. So. Und dann wackelt es nicht mehr. Auch hier machen wir natürlich einen Klangtest. Und zwar nach einem kurzen Cut. Also ich muss sagen, ich bin mit Sudotag-Mikrofonen sehr zufrieden. Das ist eins, was ich zum Beispiel als Aufnahmemikrofon benutze für den Stream. Eventuell werde ich das Schalterlose dann gegen dieses hier austauschen. Muss ich mal gucken, was ich mache. Ansonsten sehr cool das Ganze. Kopfhörerbuchse. Ja. Also ich persönlich bin mir über den Sinn und Zweck so jetzt noch nicht im Klaren. Also ich persönlich brauche sie nicht. Weil, na gut, du kannst es in dem Sinne. Ja, man kann es direkt abhören ohne Rückkopplung. Das ist natürlich ein Vorteil, ganz klar. Aber ich muss drüber nachdenken. So, auch das packen wir jetzt wieder ein. Und dieses, auch hierzu ein Link unten in der Videobeschreibung, SD900 von Sudotag, ist etwas günstiger als das andere, was wir im letzten Unboxing hatten. Man sieht aber auch die Unterschiede, nicht? Das Gain fehlt und das persönlich finde ich gar nicht schlecht, dass man das also tatsächlich regeln kann, könnte. Vielleicht an den Hersteller, baut diesen noch mit ein. Ja, ansonsten, gleich nach dem Cut machen wir eine Klangprobe am Computer, ganz normal USB. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Ich bedanke mich bis hierhin erstmal und bleibt dran. Nach dem Cut sehen wir uns wieder. Ja, und hier dann das Fazit zum Sudotag Professional SD900 Streaming Mikrofon. Hier sehen wir schon mal die Unterschiede. Ich habe es reingedreht. Ich spreche auch wieder von der Seite rein. Deswegen, wenn der Sound etwas schlechter ist, liegt es da dran. Denn man muss da rein brabbeln. Hier die Leuchtdiode, welche eben anzeigt, ist es an oder aus. Also wir haben hier keine Sensortaste, sondern richtig einen Klicktaster. Und auch hier natürlich die obligatorische Soundkarte. Das Ding wird als Realtek-Soundkarte erkannt. Das heißt, auch hier könnt ihr den Game-Sound abhören. Das Einzige, was diesem Mikrofon fehlt, vielleicht gibt es da noch eine andere Variante irgendwann mal, ist eben der Gain-Regler. Ist aber weiter so nicht schlimm. Man kann es ja auch am Programm einstellen, solange wie das Signal entsprechend stark genug reinkommt. Hier natürlich auch die schlanke Bauweise Aluminium, gleiche Spinne. Ich habe euch das einfach mal reingehangen, genau. Ja, auch hier, also Sudotag ist keine schlechte Qualität. Auch hiervon habe ich mehrere Mikrofone. Eins davon ist am Streaming-Rechner in Benutzung. Und ja, eigentlich zwei verschiedene Produkte. Für den kleinen Geldbeutel, ja, dieses Ding kostet jetzt nur 68,99. Aber auch hier klanglich überhaupt nichts zu bemängeln gegenüber den großen, teuren Mikrofonen. Kann ich empfehlen. Link unten in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Freue mich über ein Däumchen und ein Abo. Und
Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing wieder oder bei einer der ETS 2 oder LS 19 Folgen. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.